Es gibt Baustellen in Gotha, die sind nicht so schick und die stören ganz schön in der Stadt den normalen Ablauf. Und es gibt Baustellen, über die freut man sich. Ich habe mich ungeheuer gefreut, als Anfang Mai zur Baustelle hier in der Friedrichstraße auf einmal in der Friedrichstraße 14 eine Baustelle wurde. Die Friedrichstraße 14 werden die Älteren kennen als Hermann Haag und als den Club der Kulturschaffenden. Das war in den Zeiten von 1950 bis 1990. Das Haus ist im klassizistischen Stil erbaut worden oder umgebaut worden. Das war 1903 von dem hiesigen Architekten Richard Klepzig. Das Haus selber hat natürlich auch noch eine ganz andere Bedeutung. Die konnte man sehen, kann sie immer noch sehen, am Gehweg, auf dem Gehweg, direkt vor dem Gebäude. Dort sind zwei Stolpersteine. Deshalb, weil Kuhnreuther, seine Frau und seine Tochter Juden gewesen sind. Und Kuhnreuthers Frau und seine Tochter 1943 in das Ghetto Theresienstadt verschleppt worden sind. Dort verstarb Kuhnreuthers Frau im Februar 1943 und seine Tochter wurde anschließend nach Auschwitz gebracht, wo sie im Dezember 1944 verstarb. Die beiden Stolpersteine erinnern an die jüdische Familie Kuhnreuther. Das ist natürlich auch eine Geschichte, die diesem Haus angehört. Es ist ein guter Zufall gewesen, dass wir herausgefunden haben, wer der Investor ist, der sich hier um das Haus kümmert. Das ist Michael Lepin. Ein Bauingenieur, ein Mann vom Fach und wir freuen uns, dass wir uns jetzt mit ihm darüber unterhalten können, was mit diesem für die Gotha sehr wichtigen Gebäude wird. Herr Lepin, schön, dass Sie uns die Chance geben, mit Ihnen zu reden. Guten Tag, hallo. Ich grüße Sie ganz herzlich. Herr Lepin, wann haben Sie sich entschieden, die Kuhnreuther Villa zu kaufen? Also, der Hintergrund war, dass wir gemeinsam mit dem Bürgermeister mal drüber gesprochen haben. Wann war denn das? Das war schon 2016. Und er mich gefragt hat, ob nicht die Möglichkeit besteht, dass wir uns hier der Sache annehmen. Und er hat mir damals auch zugesichert, dass es ihm zum einen sehr wichtig ist, dass an dem Haus was geschieht, nach jahrzehntelangem Leerstand. Und zum anderen, dass er uns auch bestmöglichst unterstützen kann. Nun ist es ja also jahrzehntelanger, das sollte man schon präzisieren, also viele von den jüngeren Zuschauern werden das gar nicht wissen. Das Haus ist im vorigen Jahrhundert gebaut und stand dann von 1991 bis zum heutigen Tage leer. Und gerade im letzten Jahr, nachdem es damals von der Stadt abgegeben worden ist, neue Eigentümer gekommen ist, hat es ja eigentlich Schäden im Haus gegeben, die dann noch viel schlimmer waren. Wie ist denn der Bauzustand des Hauses aus Ihrer Perspektive? Na, das Haus ist im Grunde in einem baufälligen Zustand. Zum Teil stürzen schon Decken ein, die sämtliche Innenausstattung ist zerstört, große Wasserschäden. Ja, es ist eigentlich höchste Eisenbahn, dass jetzt was passiert. Das Haus gehörte ja jemandem in der alten Bundesrepublik, zumindest war das die letzte Kenntnis, die ich gehabt habe von den Besitzverhältnissen. Wann hat sich der Wechsel vollzogen? Auch der Wechsel hat sich sehr kompliziert dargestellt. Und zwar ging der über nahezu über zwei Jahre, weil es einfach nicht möglich war, dass die Grundschulden, die auf dem Haus bestanden, ausgetragen wurden und so eigentlich kein Eigentumsübergang möglich war. Das hat halt dazu geführt, dass wir eigentlich erst seit 2019 in die Lage versetzt wurden, überhaupt hier zu agieren, also sprich Bauantrag zu stellen, Kreditantrag zu stellen und so weiter. Deshalb stehen wir heute jetzt erst hier und können eben erst jetzt hier was tun. Wann haben Sie sich einen genauen Überblick über das Haus verschaffen können, den Sie als Bauingenieur brauchen, um dann das Projekt letzten Endes anzugehen? Das ist ja sicherlich auch eine Entscheidung gewesen, die man nicht jetzt auf gleich trifft. Reingehen, angucken und dann sagen, ja klar, ich mache das. Wie lange hat das gebraucht? Na doch, das ging relativ zügig, weil wir auch aus unserem Bürospektrum mit vielen alten Denkmalen zu tun gehabt haben schon viele Denkmale saniert und deshalb ist es uns relativ, sage ich mal, einfach gefallen, da eine Entscheidung zu treffen, dass wir uns der Sache mit annehmen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist im Moment sozusagen die Tätigkeit im Haus, dass Sie lokalisieren, in welchem Bauzustand alles ist und was man dann machen kann. Wie weit ist denn die Planung gediehen, was aus dem Haus mal werden soll? Haben Sie Vorstellungen, wird es eine ganz Eigentumswohnung oder gibt es eine andere Vernutzung des Hauses? Gibt es da schon Pläne? Dazu gibt es noch keine konkreten Vorstellungen. Wir haben jetzt nur die Aufgabe oder die Pflicht, dass wir erstmal die Fassade sichern und das insoweit sichern, dass wir
die maroden Bauteile auch sicher abbrechen können, dass wir halt die vordere Hauptfassade erhalten, einen Teil des Erdgeschosses erhalten und dann die Konstruktion wieder so herstellen, dass sie ausreichend standsicher ist. Ist das eine Forderung des Denkmalschutzes, das Erhalten der Fassade und des Erdgeschosses, ja, oder ist das eine Geschichte, die Sie selber angestoßen haben? Das ist auch mit der Denkmalpflege so abgestimmt. Und ja, die Entscheidung haben wir gemeinsam getragen. Und nun machen Sie ja solche Projekte nicht erst seit 2 Tagen. Was ist so Ihr Bauchgefühl? Wie lange werden Sie brauchen hier, bis das so weit ist, dass Sie sagen, jetzt ist es fast schlüsselfertig? Sind das 1, 2, 5 Jahre? Nein, das sollte möglichst in, sag ich mal, 1 bis 1,5 Jahren passieren. Gibt es schon eine Vorstellung bei Ihnen, was es an Investitionen kosten wird? Ja, da möchte ich jetzt, sag ich mal, ungern drüber sprechen, weil es wird schon immens werden, aber wir stellen uns der Aufgabe. Ich fände es trotzdem spannend, dass Sie also so ein Haus, selbst so bedeutsam und wichtig das für Gotha ist und also so aufgeladen auch letzten Endes in Erinnerung der Gotha ist, dass Sie sich an ein solches Projekt ranwagen und Sie im Moment ja eigentlich selber noch nicht so richtig wissen, ob das, was, wenn es dann fertig ist, tatsächlich sich rentiert. Woher der Mut? Na, zum einen die Erfahrung, wie man halt mit solchen Bauwerken umgeht, und zum anderen fände ich es auch persönlich bitter, wenn das Haus, das steht ja auch oder stand immer mal zur Diskussion, völlig abgerissen würde, wenn es eben verschwindet. Das wäre echt schade. Und deshalb haben wir uns jetzt der Sache angenommen. Und da steht jetzt mal die Wirtschaftlichkeit nicht ganz im Vordergrund. Herr Lewin, Sie haben die Andeutung ja schon gemacht, dass der Bauzustand sehr, sehr extrem ist. Kann man sich das noch angucken? Kann man mal reingehen? Also, wir gehen mal rein. Okay. Ich zeige es Ihnen gern. Und wir haben Sie 2 Helme für uns, dass wir beide reingehen dürfen? Vorsicht. Und noch einen für den Kameramann? Ja. Okay, gut, ja. Dann machen wir das gern. Okay, gut. Na, dann lassen Sie uns mal reingehen. So. Ich sehe schon, Kopfschutz ist da. Dankeschön. Wo sind wir denn jetzt eigentlich hier? Wir sind hier im Erdgeschoss. Und im Grunde den Zustand, den wir jetzt sehen, so haben wir es vorgefunden. Jetzt sind ja hier an den Mauern schon, ist der Putz abgeklopft worden. Ist das der Zustand des Gebäudes, als es Anfang des vorigen Jahrhunderts umgebaut worden? Also sind diese Mauern aus dieser Zeit? Ja, das sind die Mauern aus dieser Zeit, genau. Was war das für ein Raum hier? Na, das war mit Sicherheit ein Küchenraum, so dort, wo hier ein Herd stand und gekocht wurde. Und man sieht es ja hier vorne, in dem Zustand haben wir das Haus vorgefunden. Ist das ganze Gebäude aus massiven Steinen gebaut oder wie ist die Struktur? Lediglich das Erdgeschoss ist massiv errichtet, auch die Decke ist hier zum Teil massiv und ab dem Obergeschoss ist es eine Fachwerkkonstruktion mit Holzbalkendecken. Holzbalkendecken, aber eben ausgemauerte Gefache mit Ziegeln, oder? Ja. Ja, okay. Und aus dem Zustand auch vom vorigen Jahrhundert? Ja. Wie sind die Holzbalken vermodert? Die sind stark schwammgeschädigt. Ich frage ja deshalb, weil natürlich die Frage ist, ob man noch eine Etage höher gehen könnte. Wir gehen dann nochmal hoch. Okay. Also ein Teil, wir werden nichts betreten, aber so, dass eben einen Eindruck mal sehen kann. Ja. Sehr schön, prima, machen wir das. Na? Gut. Was war denn das? Wie nennt sich das hier? Wie könnte man dazu sagen? Na, ursprünglich war die Kuhnreuther Villa ja so angelegt, dass in dem Geschoss, in dem Erdgeschoss, in dem wir uns befunden haben, war die Kanzlei. Ja. Die war dann halt durch die Tür, durch die wir gegangen sind, erschlossen. Hier oben gab es eine extra Treppe und diese Tür hier ist eigentlich der Zugang dann zu den Wohnräumen. Zu den Wohnräumen. Gewesen. Das heißt, das war dann hier sozusagen der Diele. War, ich sag mal, hier die großzügige Diele über 2 Geschosse. Und dann waren eben entsprechende Wohnräume angeordnet. Und auf dem, sag ich mal, Obergeschoss, dann auf dem 2. Obergeschoss, waren dann die Privaträume, Schlafräume, Bad etc. Also ich meine, Sie sind der Baufachmann, Sie werden nicht so schockiert sein, wenn Sie sich das jetzt hier angucken. Aber so ich finde es trotzdem schockierend. Ja. Ne? Also mittlerweile ist der Zustand so desaströs, dass wir wirklich nur die Straßenfassade halten können. Und das wird wahrscheinlich mit aufwendigen Abstützungen erfolgen,
die dann durch alle Geschosse durch die Fassade von innen halten. Wir müssen ja auch Rücksicht auf die Straßenbaumaßnahme der Friedrichstraße draußen nehmen. Können also die Fassade, anders wie am Winterpalais, wurde die halt, sag ich mal, Richtung Fußweg abgestützt. Und wir müssen das alles innerhalb des Gebäudes tun. Ja, um also das heißt, die Abstützung wird dann in den gesamten Umbauprozess integriert und wird dann später abgenommen, wenn das dann statisch miteinander verbunden ist. Ja. Das ist ja eine zusätzliche Herausforderung. Hätten Sie jetzt nicht noch das Jahr warten können, bis die Friedrichstraße fertig ist? Oder warum bauen Sie jetzt gerade, während da gebaut wird? Na, eigentlich ist es das Sinnvollste, das jetzt zu tun, weil... Deshalb frage ich ja, ich bin da der Betrieb, Laie letzten Endes. Ne? Wenn die Straßenbahn fährt, hier wieder normales Leben auf der Friedrichstraße herrscht, ist es am Ende des Tages umso schwieriger. Die Straßenbahn hat eine Oberleitung, die ist, sag ich mal, steht unter Starkstrom. Das macht es halt umso schwerer. Eigentlich müssten wir es jetzt schaffen, im Zuge oder im Schatten der Straßenbaumaßnahme zumindest den Rohbau hier wieder standsicher herzustellen. Die ganzen Zu- und Abflüsse für das Gebäude, dann, die sind jetzt schon mit verlegt worden? Die werden jetzt schon in Abstimmung halt mit der Stadt gelegt und sind zum Teil, Abwasseranschluss ist schon gelegt worden und der Rest, der folgt jetzt im Zuge halt der geplanten Baumaßnahmen. Was wollen Sie dieses Jahr noch alles schaffen hier im Haus? Ich müsste dieses Jahr das neue Dach wieder drauf haben. Das ist das Ziel. Ich bin 1990 hier in dem Haus gewesen, das letzte Mal, vor immerhin 30 Jahren. Mir kommt das jetzt viel, viel kleiner vor als vor dieser Zeit. Wie viel Fläche insgesamt steht denn hier im Haus zur Verfügung für das, was Sie da vorhaben? Also pro Ebene müssen wir hier 180 Quadratmeter sanieren. Also Sie reden jetzt pro Ebene, wir waren gerade pro Ebene, im Erdgeschoss. Also Erdgeschoss 180, erstes Obergeschoss und das zweite Obergeschoss, je 180 Quadratmeter. Aber da wird ja dann sicherlich hier irgendwie was geändert werden müssen, denn das ist ja noch im Moment ganz offen. Ja, also es wird hier die Geschossdecke durchlaufen, wie die Decke, auf der wir jetzt noch stehen. Und das Dach bleibt in seiner Form, wird es wieder so hergestellt. Aber nur als Dach oder auch als Nutzraum? Als ungenutztes Dach, so wie es jetzt auch vorgefunden wurde. Das wurde bisher nicht genutzt, das Dach. Also Herr Lepin, ich kann Ihnen eigentlich nur wünschen, toi toi toi, dass das alles so geht. Und ich denke, die meisten Gotha sind so neugierig wie ich drauf, was aus dem Haus wird. Viel Glück.